So, ich glaube, jetzt müsste es klappen mit der Technik. Hallo hier zu diesem kurzen Video. Versuch Nummer 4, mein Kampf mit der Technik. Ein Video, was ich bei Facebook plane, dass es dann auch wirklich, jetzt muss ich hier noch den Ton ausmachen, dass es dann auch wirklich live startet. Okay. Versuchen wir es noch einmal. Auch heute habe ich wieder eine Frage mitgebracht und vielleicht kannst du mir kurz, wenn du live zuschaust, in die Kommentare schreiben, ob du mich hören kannst. Ich habe das Video heute Morgen schon mal gemacht und dann im Nachhinein festzustellen, oh, da hat der Ton gefehlt. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Meine heutige Frage handelt um Leserechtschreibschwäche. Und zwar habe ich die mitgebracht von Sandra. Sandra hat einen Sohn, Paul, der ist 7 Jahre alt. Und ich lese dir mal jetzt die Frage vor. Mein Kind hat LRS. Mir war früh klar, dass etwas nicht stimmt. In der Schule wurde es lange abgewiegelt und nicht erkannt. LRS-Förderung in der Schule gibt es nicht. Ich mache mir große Sorgen vor der 3. Klasse, wo viele Texte produziert werden müssen. Sollte er besser die 2. Klasse wiederholen? Er ist sprachgewandt und gut im Rechnen. Warum schafft es die Schule nicht, ihrem Auftrag nachzukommen und meinem Kind das Lesen und Schreiben beizubringen? Ja, zunächst einmal möchte ich sagen zu dir, Sandra, wenn du das Video schaust oder auch für dich, wenn du auch ein Kind hast, wo eine Leserechtschreibschwäche diagnostiziert ist oder du eine vermutest, dass ich die Sorge sehr gut verstehen kann. Denn man muss leider sagen, die Leserechtschreibschwäche, das wird ganz gerne mal schnell abgetan. Weil gerade wenn in anderen Bereichen, wie das hier bei Paul ja auch ist, der sehr sprachgewandt ist und ein gutes der gut rechnen kann, wird das gerne mal so schnell abgetan. Ja, dann müssen sie halt ein bisschen mehr lesen und schreiben üben. Und dann hat sich das dann. Aber so ist das nicht. Wenn ein Kind eine nachgewiesene Leserechtschreibschwäche hat, ist es ganz wichtig, dass man eine systematische Förderung dem Kind ermöglichen kann. Dazu komme ich gleich noch, wie das aussehen kann. Aber erstmal vielleicht kurz mal zum Verständnis, was das überhaupt bedeutet, eine Leserechtschreibschwäche. Und zwar musst du dir das so vorstellen, wenn man normalerweise, wenn man zum Beispiel 20 Mal das gleiche Wort liest, also man liest zum Beispiel 20 Mal Banane, dann hat sich das Gehirn dieses Wortbild Banane eingeprägt. Und dann muss ich das nicht mehr laut für laut, Silbe für Silbe erlesen, sondern mein Gehirn weiß sofort, wenn es dieses Wortbild sieht, ach, da steht Banane. Bei Kindern mit einer Leseschwäche ist das nicht so. Die müssen sich das immer wieder, jedes Wort, jedes Mal mühselig erlesen. Und dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn man so eben ganze Texte lesen soll, dann ist es ganz schwer, am Ende dann noch den Sinn zu erfassen. Ja, das fällt Kindern mit einer Leseschwäche unheimlich schwer. Und bei der Rechtschreibung ist es ganz ähnlich. Durchaus kann dein Kind vielleicht, wenn es eine Rechtschreibschwäche hat, sagen, welche Wörter groß und klein geschrieben werden und auch gut das einzelne Wort lautieren. Aber wenn es dann Texte oder einfach auch nur Wörter schreibt, kommen doch eben ganz oft wieder Fehler mit der Groß- und Kleinschreibung oder werden einzelne Laute vergessen. Ja, das ist einfach so mit Kindern, die wirklich eine nachgewiesene Leserechtschreibschwäche haben. Ja. Und dazu der Frage von Sandra. Es wird auch nichts bringen, dein Kind nochmal verweilen zu lassen. Ja. So eine Leserechtschreibschwäche, das ist nichts, wo man sagt, okay, da üben wir jetzt mal 2 Wochen und dann ist gut, dann funktioniert es besser. Ja, auch noch einen Monat nicht. Das wird die ganze Schulzeit und bestimmt auch im ganzen Leben dein Kind begleiten. Und es geht nur darum, für dein Kind ein System zu entwickeln, wie es Schritt für Schritt das Wissen noch mehr automatisieren kann und immer selbstsicherer werden kann. Ja, darum geht es eben, das herauszufinden. Und in der Schule ist es ganz wichtig, dass für dein Kind sogenannte Nachteilsausgleiche formuliert werden. Ja, das kann zum Beispiel sein,
dass dein Kind mehr Zeit bekommt, wenn es irgendwelche Tests oder später Klassenarbeiten schreiben muss. Oder dass es ein Wörterbuch, ein Duden verwenden kann. Oder aber auch, es ist sehr gängig, dass die Aufgaben einem Kind mit einer Leseschwäche vorgelesen werden. Damit das eben nicht die Hürde ist. Nehmen wir zum Beispiel mal in Mathematik ganz häufig die Aufgabenstellung, ganz häufig auch Textaufgaben. Ja, dann liegt es nicht daran, dass es inhaltlich vom mathematischen Verständnis die Aufgaben nicht lösen kann, sondern eben einfach, weil es die Aufgabe nicht erschließen kann. Und das kann nicht sein. Und deswegen muss man unbedingt Nachteilsausgleiche formulieren für ein Kind, was eine Leserechtschreibschwäche hat. Nun ist natürlich Sandra und vielleicht du, wenn du auch ein Kind hast, was eventuell eine Leserechtschreibschwäche hat oder sogar eine nachgewiesene, bist du natürlich daran interessiert, was du zu Hause machen kannst. Und da möchte ich dir auch gerne ein paar Tipps geben, wie du dem ganz gut begegnen kannst. Und der erste ist so banal wie einfach, aber in der Praxis ganz häufig gar nicht so einfach. Und zwar brauchst du ganz viel Geduld für dein Kind. Manchmal ist es wirklich so, man macht einen Schritt vorwärts und wieder zwei Schritte rückwärts. Und da kann man doch ein bisschen, kann ein bisschen der Geduldsfaden dann auch schon mal reißen. Aber du musst bitte ganz viel Verständnis haben für dein Kind. Und ich möchte dir gerne ein paar Übungsformen, ein paar Übungsvarianten an die Hand geben, was du machen könntest, was du üben kannst mit deinem Kind. Und zwar ist es ganz wichtig, dass du immer wieder gleichbleibende Übungsformate findest. Ja, dass dein Kind wirklich weiß, okay, das ist die und die Übungseinheit und das lernen wir jetzt. Und es ist noch ganz wichtig, dass du dich, das ist dann auch häufig so, ein Stück weit weg von dem löst, was gerade aktuell in der Schule wahrscheinlich gegebenenfalls gemacht wird, sondern dich auf dein Kind konzentrierst. Also das, was dein Kind wirklich, wo es gerade steht. Also in meinem virtuellen Klassenzimmer, da zeige ich das ja Meilenstein für Meilenstein. Und es ist ein bisschen deine Aufgabe, herauszufinden, an welcher Stelle steht gerade dein Kind und genau an der Stelle anzusetzen. Also wenn zum Beispiel beim Lesen, wenn dein Kind Silben schon ganz gut lesen kann, aber noch Probleme hat bei Konsonantenhäufungen, also bei Pflanze oder Kran, dann übst du genau diese schwierigen Konsonantenverbindungen. Und erst wenn da dein Kind sicher ist, übst du Wörter, wo solche Konsonantenverbindungen vorkommen und dann werden die in Sätzen eingebaut. Und so gibt es eben verschiedene Stufen und es ist ganz wichtig, dass du diese eine Stufe, diesen einen, bei mir, ich nenne es immer Meilenstein, den erstmal übst, um dann zum nächsten weiterzugehen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und da hab auch ein bisschen Vertrauen oder Selbstbewusstsein, da einfach nicht das zwingend mitzumachen, was gerade alle in der Schule machen, vermeintlich, sondern setz bei dem an, wo dein Kind gerade steht. Ja, und auch bei der Rechtschreibung ist es ganz ähnlich. Ich habe es schon mal im anderen Video gesagt, ich empfehle unbedingt, mit so einer Lernwörterbox zu üben. Alle Wörter, und da beginnst du bitte bei den lautgetreuen Wörtern, also Wörter, die man schreibt, wie man sie spricht, mit diesen beginnst du und nimmst die dein Kind noch nicht richtig schreiben kann, schreibst sie auf eine kleine Karteikarte rein und die kommt dann in diese Lernwörterbox vorne rein. Und dann wandert die nach einem festen System immer von Fach zu Fach. Und man kann sagen, wenn die Karte dann ganz hinten im letzten Fach ist, dann kannst du sagen, okay, dieses Wort ist im Langzeitgedächtnis bei deinem Kind drin. Ja? Und mit dieser Lernwörterbox kann man wirklich perfekt die Rechtschreibung üben. Und wie gesagt, du fängst bei den lautgetreuen Wörtern an und dann baust du Schritt für Schritt die einzelnen Rechtschreibphänomene ein. Aber nicht alle auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Welche das alle sind, die zeige ich auch in meinem virtuellen Klassenzimmer. Aber erstmal ganz wichtig, fang mit den lautgetreuen Wörtern an. Also nimm zum Beispiel nicht Baby. Ja, das kommt aus dem Englischsprachigen und das ist unheimlich schwierig, weil das überhaupt nicht lautgetreu ist. Ja, deswegen mit den lautgetreuen Wörtern anfangen. Genau. Ja. Das war es eigentlich schon. Also so, diese beiden Übungen finde ich extrem wichtig. Also, oder die Erkenntnis für dich, setz bei dem an, wo dein Kind gerade steht und gib ihm da genau das, was es für den nächsten Schritt braucht. So sieht nämlich dein Kind, okay, ich mache Lernfortschritte und nicht, ach, ich hänge ja sowieso immer den anderen hinterher. Ja, das finde ich ganz wichtig. Und dann übst du immer wieder, macht euch meinetwegen einen Wochenplan zum Beispiel, wo ihr eben immer wieder genau das übt
Und dann wird dein Kind sicherer werden, dann kannst du dich drauf verlassen. Das ist wirklich so. Und ja, du brauchst ganz viel Geduld. Das ist ganz wichtig. Ach so, und eins noch, vielleicht, das kannst du auch mal probieren, es klappt eigentlich wunderbar. Immer kleine sportliche Bewegungen zwischendrin. Diese sportliche Bewegung, die hilft unheimlich, dass ich das, was ich da gerade erlernt, erarbeitet habe, dass ich das besser im Langzeitgedächtnis setzt. Das hat sich in der Praxis auch immer sehr gut erwiesen, da immer noch sportliche Übungen mit reinzubauen, weil das ist ja auch alles ein sehr kognitiver, anstrengender Akt und da hilft das sehr gut. Genau, das war's für heute, mein kleines Video. Ich sehe, Jennifer, du hast mir geschrieben, also gehe ich davon aus, man kann mich hören. Das ist schon mal ein Fortschritt heute Morgen. Genau. Dann gehe ich mal davon aus, dass ich die Technik besiegt habe. Freue mich, dass du zugeschaut hast. Und morgen um 13.15 Uhr, glaube ich, mache ich ein Video wieder. 5 Tipps, wie die Hausaufgaben zu Hause ein bisschen besser, auf jeden Fall besser bewältigen könnt, wenn ihr da aktuell vielleicht so das ein oder andere kleine Problem habt. Und ich möchte auch gerne mit dir teilen, was meine Meinung von Hausaufgaben sind. Okay, bis dahin, mach's gut, hab noch einen schönen Tag.